Dirk Fleck, auch ein Journalist, arbeitet bei der Woche, hat einen Roman geschrieben, nicht sein erster. Er heißt Go, die Ökodiktatur, und ist erschienen bei Rasch und Röhring. Das ist nun etwas, was den Optimismus, den gerade Matthias Hawks hier formuliert hat, nicht nachvollzieht, sondern die Geschichte so negativ wie nur denkbar weiter spinnt. Es wird, das ist der Ausgangspunkt, im Jahr 2020 einen Staatsstreich geben von ökologischen Wissenschaftlern. Dieser Staatsstreich findet nicht wie heutzutage noch mit Gewehren statt, sondern mit Viren in einem weltweit vernetzten Computersystem. Das wird lahmgelegt und damit ist auch die ganze Demokratie beim Teufel. Und es passiert etwas, was ganz schrecklich ist, nämlich eine Diktatur auf ökologischer Basis. Sagen Sie uns, Herr Fleck, mal so ein paar Grundsätze dieser Diktatur. Also die Diktatur ist ja nicht um ihrer selbst willen entstanden, sondern zieht sich schon als den letzten Rettungsanker. Und ich muss ein paar Worte dazu fügen. Ich sehe, dass wir als Menschheit einen Krieg gegen die Idee des Lebens führen, und das seit Jahrhunderten. Wir waren zwar zahlenmäßig nicht so stark wie heute, hatten auch nicht die technischen Mittel, aber heute haben wir sie, und entsprechend schnell galoppiert die Katastrophe. Und für mich sind diese Entwicklungen, laufen uns diese Entwicklungen praktisch weg. Alles, was wir hier politisch diskutieren zurzeit, ist ein Aberwitz, wenn man die Fakten kennt, und die Fakten liegen hier auf dem Tisch. Und das war der Anlass für dieses Buch. Ich habe mir einfach gedacht, dass es in einer Situation, die man als Notwehrsituation bezeichnen kann, irgendwo politische Kräfte geben muss, die sich als letzte Möglichkeit dagegen auflehnen. Und das könnten eigentlich nur die Leute sein, die die Macht schon haben, also Wissenschaftler und Wirtschaftler. Sie sagen ausdrücklich, das ist kein Science-Fiction-Buch, sondern eher eine Hochrechnung der Wirklichkeit. Glauben Sie denn an eine Ökodiktatur? Ich fürchte es, ja. Also allen Ernstes, ja. Was ist dagegen zu tun? Ja, wir müssen uns sofort besinnen. Und zwar so radikal, dass wir wahrscheinlich damit überfordert wären. Also nun sollte man kurz sagen, was diese Ökodiktatur ist. Das ist also der Grundsatz, erst die Erde, dann der Mensch. Das heißt also zum Beispiel erstens mal totaler Kommunismus, es gibt kein Eigentum. Die Medien sind übrigens auch verboten. Man darf nicht mehr reisen, das Thema, das wir gerade hatten. Es gibt Geburtskontrolle, jeder nur ein Kind. Natürlich, vegetarisches Leben ist Pflicht, all die Dinge, die vielleicht leichter auszuhalten sind. Aber es ist wirklich die totale Diktatur. Warum wollen Sie zum Beispiel die Meinungsfreiheit verbieten in einer Ökodiktatur? Ich glaube, dass die Medien, sagen wir mal, mit den technischen Möglichkeiten, die sie haben, eine Informationsflut ablassen tagtäglich, die es niemandem mehr gestattet, auch nur ein Viertelchen der Informationen, die er bekommt, umzusetzen oder zu verstehen. Also es stumpft ab. Und ich habe es einfach mal durchgespielt, was passiert, wenn diese Informationsflut unserem Alltag nicht mehr angehört, welche Besinnung da stattfinden könnte. Könnte man dagegen halten, dass es aufgrund der Informationen, die wir besitzen, uns überhaupt erst möglich ist, ein globales Bewusstsein, ein globales Verantwortungsgefühl zu entwickeln, eben weil wir heute viel mehr über andere Kontinente, über die größeren Zusammenhänge, über die Antarktis, über das Ozonloch haben. Ja, sollte man eigentlich denken, aber ich glaube es eben nicht. Der Club of Rome hat ja vor 25 Jahren die Grenzen des Wachstums beschrieben, und World Watch Institute legt alle zwei Jahre einen Bericht vor. Der Bericht an den Präsidenten ist nicht etwa von alternativen Wissenschaftlern erstellt worden, sondern von den Ministerien. Dort kann man ja nachlesen, wohin wir reisen. Und das ist alles sehr viel dramatischer, als es auch von den Medien diskutiert wird. Ökodiktatur. Da heißt es über diese Putschisten, über diese aufgeklärten Wissenschaftler, sie waren als Idealisten angetreten, als Erneuerer mit grandiosen Visionen. Aber mit den Jahren
hatten sich die meisten von ihnen zu eiskalten politischen Strategen gewandelt. Wenn es wirklich so aussichtslos um den Planeten stand, warum ging man dann nicht in Ehren unter? Also, das ist dann die Frage. Warum überhaupt eine Ökodiktatur, wenn es eh zu spät ist, hilft das auch nicht mehr? Es ist ein Reflex, ein politischer Reflex, mehr nicht. Und am Ende des Buches, wie das ja fast logisch kommen muss, regt sich natürlich Widerstand auch gegen diese Diktatur, weil, und so sagt also eine ihrer Protagonistinnen, weil ich nicht länger bereit bin, eine Politik mitzutragen, die im Umgang mit Menschen jede Ethik vermissen lässt. Die Aussöhnung mit der Natur kann nur funktionieren, wenn dem Menschen die gleichen Rechte zugestanden werden wie Pflanzen und Tiere. Es gab ja bei uns auch schon, Sie haben früher ein Buch geschrieben über Ökoterrorismus, das gibt es ja auch schon tatsächlich, Überfälle auf Versuchstieranstalten und sowas. Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass sich die Ethik auseinanderspaltet? Ist nicht eine humane Ethik identisch mit einer Ethik, die die Natur mit einbezieht? Ja, wenn sie es theoretisch... Bedingt sich das nicht? Ja, sollte es. Und wir leben aber nicht in diesem Idealzustand. Wir haben die Sache in die Grütze gefahren und haben sie zu reparieren. Oder wir haben sie zu akzeptieren in ihrer Katastrophe. Und wenn wir sie reparieren wollen, dann bleiben alle demokratischen Muster auf der Strecke und die mühsam erkämpften humanistischen Maßstäbe vermutlich auch. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben vor Automanagern gesprochen über dieses Buch. Wie haben die reagiert auf ihren tiefen Pessimismus? Erstaunlich gut, aber mir ist dann nachher aufgegangen, warum. Das sind natürlich die Leute, die täglich mit den Fakten umgehen, die der normale Konsument eigentlich nur gelegentlich zur Kenntnis nimmt. Aber die bauen natürlich ihre unternehmerischen Strategien auf und beziehen das mit ein. Und die haben das sehr gut verstanden, das Buch. Also ich habe da erstaunlich wenig Widerspruch bekommen. Wir haben jetzt Stoff, alle zusammen zu diskutieren. Vielen Dank, Herr Fleck. Ich zeige noch mal Ihr Buch. Go, die Ökodiktatur, erschienen bei Rasch und Röhring. Ja, Herr Schröder, sein tiefer Pessimismus steht, glaube ich, ein bisschen im Kontrast zu Ihrer eher versöhnlichen, poetischen Analyse des technischen Fortschritts, wie er in eine bayerische Bauernlandschaft einbricht. Teilen Sie seinen Pessimismus? Seinen? Entschuldigung, seinen. Seinen? Ja. Ja, eigentlich schon, weil ich in diesen ganzen ökologischen Fragen und in dem Verhalten der Menschen dazu eine Tendenz dahin sehe und auch irgendwie glaube, dass es dahin führen muss zu einer Diktatur, weil anders das Überleben nicht möglich ist. Das scheint nun, Herr Hawks, ein Trend zu sein, nämlich der Trend Endzeitstimmung Jammertal. In der Tat, aber es ist ein sehr deutscher Trend. Also ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich auch mal wie Herr Fleck Endzeitromane geschrieben habe. Vor 10 Jahren habe ich auch Ökoromane, auch Ökodiktaturromane mit demselben, sehr ähnlichen Thema geschrieben. Und ich bin danach in einem langen Verarbeitungsprozess dazu gekommen, dass ich da auch meine Depressionen projiziert habe. Wir neigen ja, also die Deutschen neigen ja sehr zu finalen Weltbildern. Und was sie dabei immer vergessen ist, dass natürlich Gesellschaft ein ungeheuer komplexer Prozess ist, der sehr viel Rückkopplung hat. Und ich würde mal sagen, dass die menschliche Zivilisation, so wie sie entstanden ist, auch ein Teil des naturalen Prozesses ist. Und wir wissen ja, wie sich Natur auch ausbalanciert. Also ich sage es mal so ganz grob als Utopie. Meine Utopie wäre eine viel gebrochenere. Also vielleicht in 50 Jahren ist in der Tat dieses hochindustrialisierte Verschleißzeitalter, in dem wir leben, vorbei. Wir leben in relativ geschlossenen Recyclingkreisläufen. Das ist alles noch nicht perfekt und wir haben weiterhin unsere Krisen. Oder es geht einfach so weiter, es geht immer schlechter so weiter. Und wahrscheinlich werden wir uns diesem Prozess auch anpassen. Mhm. Oder Beispiel Verkehr. Ich denke mir, das Benzin wird einfach so teuer werden, dass wir auf Wasserstoff umsteigen werden. Und wir werden Ersatztechniken finden. Und vielleicht haben wir in 50 Jahren auch Prozesstechniken, die aus den heutigen Müllkippen wieder die Derivate rausziehen. Nicht? Das klingt jetzt wieder so schön und positiv und optimistisch. Ich meine das gar nicht, sondern ich meine nur, dass der kulturelle Prozess in seiner Antwort auf seine Krisen
immer schon in der Menschheitsgeschichte diese Utopien, diese Negativen brauchte. Also ich bin Herrn Fleck eigentlich dankbar, dass er das Buch geschrieben hat, damit es nicht so wird und weil es nicht so wird, wie er es beschreibt. Er muss vereinfachen. Brauchen wir nicht auch positive Utopien? Sie haben ja einen Ihrer Trends, den Sie beschreiben, Verlust der Utopie. Das macht vor allem der jungen Generation zu schaffen, dass sie keine großen Utopien mehr hat. Aber es gibt doch genügend Stoff für große Utopien. Ja, große Utopien, die Umwelt ist ja nur skeptisch. Also die großen Utopien sind sowohl in der Sonnengestalt, jetzt die Ökodiktatur kann ja auch was sehr Positives sein. Ja. Ich glaube an diese geschlossenen Weltbilder nicht mehr, sondern die Gesellschaft ist genauso wie das menschliche individuelle Leben ein großes Gewurschtel. Mhm. Und ich denke mir, wir werden so weiter wursteln. Und weil es ein Gewurschtel bleibt, ja, sehe ich eine politische Aktion eben nur noch in dieser Form als Aufschrei. Ich glaube, dass die Menschen, natürlich kann man sagen, vielleicht ist es auch so, dass die Rasse Mensch vielleicht nur die Aufgabe hat, diesen Planeten einmal kräftig umzuflügen, damit sich die Evolution neue Wege sucht, die mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Also da kippt man dann schon aus diesem Verständnis ein wenig raus. Ich sehe das Wirken der Menschen auf diesem Planeten jetzt ähnlich wie das Wirken eines Krebsgeschwürs in einem menschlichen Körper. Und Moment mal, Bilder. Matthias, ein Planet, und da liegen deine Defizite, der Leben spendet, muss selbst lebendig sein. Wenn wir jetzt ein Autoproblem dadurch lösen, dass wir kein Benzin mehr, sondern Wasserstoff benutzen, dann nehmen wir doch nach wie vor dem Planeten das Land, in dem wir Brücken und Straßen bauen. Also die Landnahme wird überhaupt nicht diskutiert. Ja, wir schneiden Bakterie Lebensräume brutal bis zum Exzess kaputt. Ja, wir haben keine Ehrfurcht mehr. Wir sind religiös entwurzelt. Und da liegt das eigentliche Problem. Und das ist irreparabel. Ja, aber das deckt sich ja nur wieder mit Ihrer These, nicht? Also mit dem Ökologismus. Also, ja. In dem Buch gibt es Meditationskommunen, vom Staat autorisiert, mit alternativen Lebensformen, wo die Leute zurückgeführt worden sollen an das alte menschliche Verständnis, das vielleicht in paar Kulturen mal gegeben hat. Das ist der Ehrgeiz dieses Staates, das ist der einzige positive Aspekt. Aber das sind so Ideen, das fand ich auch erstaunlich da bei deinem Buch. Das waren aber doch so Ideen der Indianer. Was hat das mit uns Europäern zu tun? Das waren Ideen der Menschen, ja. Ist das eine spirituelle Krise? Ist das wirklich, Herr Schröder, wir beide halten es vielleicht für aufgeklärte Menschen, die den klassischen Idealen der Aufklärung nacheifern. Ist eine neue Welle der Religion die Lösung? Ja, sicher nicht. Sicher nicht. Und das ist ja auch nicht, das hat ja auch damit, also wenn es da diese Meditationszentren oder wie das heißt, Kommunen gibt, hat es ja damit wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Ich sehe das überhaupt nur so als ein Symbol für etwas. Und also ich kann mit dem, was der Matthias Hawkes sagt, habe ich meine Schwierigkeiten, weil ich auch glaube, dass das, das Positive daran, naja, wir werden schon andere Lösungen finden. Wir haben auch die Atomkraft als Lösung gefunden und es ist doch keine. Oder es stellt sich heraus, dass wir nicht umgehen können damit. Ich halte das einfach für wichtig, was er sagt, mit dem Terrorismus eigentlich. Weil wir die Welt wahrscheinlich nicht mehr anders verändern können. Die Leute werden es nicht begreifen. Wenn sie ihm folgen, dann sagen sie, na, verlasst euch drauf, irgendwie schaukeln wir da schon hin. Lasst uns mal weiter die Autos fahren. Irgendwo am Horizont kommt schon wieder etwas. Irgendeinen Trend gibt es dann schon wieder, der uns wieder entlastet. Und vor dieser Entlastung habe ich so Angst.